Corbotex 2024, tolle Gehäuse wollen wir jetzt natürlich sehen bei Lian Li und wahrscheinlich auch einige Wasserkühlungen. Ich bin gespannt, was die uns zu zeigen haben. Viel Spaß! Ja, wir fangen bei Lian Li mal mit dem Innovativen an und am Ende zeige ich euch die neuen Gehäuse. Ich habe hier zuerst mal was, hat nichts mit dem Gehäuse zu tun, sondern diese kleinen Dinger hier sind die Sachen. Ihr kennt das, wenn ihr einen PC zusammenbaut, sind extrem viele Kabel zu verlegen und bei den Lüftern und bei anderen Sachen ist es dann wirklich so ein bisschen ätzend, hat man so kleine Fummelkabel immer zu verlegen. Das sind jetzt Wireless Transmitter, die sozusagen die RGB-Funktion übernehmen. Die könnt ihr an eure Lian Li Fans dranklippen. Die kennt ihr ja, die Fans, die sind so Daisy-Chain-mäßig anzubringen. Das könnt ihr auf einer Seite ranklippen und dann sozusagen mit einem Stromkabel einfach irgendwie an eurem PC verbinden. Und das ist der Transmitter dazu. Das ist ein USB-Gerät, das kommt einfach hinten in euren Rechner rein. Oder ihr könnt es auch intern anschließen, das geht auch. Und dann sozusagen diesen Transmitter zum Beispiel direkt an euer Netzteil anschließen. Das mache ich euch, zeige ich euch auch gleich noch. Und ja, dann könnt ihr sozusagen alle Kabel, die ihr habt, minimieren auf nur noch die Stromkabel und braucht die RGB-Kabel gar nicht mehr anschließen. Das gibt es auch schon für den String hier, für den Lightstring vom Mainboard. Da ist jetzt nämlich sozusagen so, dass der Strom direkt vom Mainboard-Stecker abgenommen wird und die Funkfunktion ist quasi schon integriert. Also insofern ist das so ein Plug-and-Play-Stecker, jetzt braucht er nichts weiter machen, einfach Mainboard-Kabel anschalten und schon funktioniert es. Soll bald auf den Markt kommen. Wenn das kommt, testen wir es natürlich auch für euch. Jetzt habe ich ja schon geteased, das USB-Kabel direkt ans Netzteil anschließen. Das zeige ich euch jetzt. Ja, die Netzteile habe ich schon angeteasert. Hier sind sie neben mir. Einmal natürlich muss eine weiße Serie sein. Heute überall eine weiße und eine schwarze Serie. Wird es von der Edge-Serie geben. Und ihr seht, die sieht besonders aus. Die hat nämlich die Anschlüsse gewinkelt. Das ist eine Platinum-Serie und die gibt es auch als Gold-Serie. Von ja, 850 Watt bis 1300 Watt insgesamt. Bei 1300 Watt kann man auch zwei PCI-Express-Stecker anschließen. Das ist natürlich ATX-Norm 3.1 und so weiter und so fort. Und ja, ihr seht, alle Anschlüsse sind hier so gewinkelt vorhanden. Das ist vor allen Dingen interessant für solche Gehäuse wie hier hinten. Dann braucht ihr sozusagen ja, eigentlich nur von oben reinstecken. Das macht das Ganze ein bisschen angenehmer, das Ganze zu verkabeln. Und ja, ein paar coole Features sind dabei. Ich habe ja schon gesagt, USB kann man direkt am Netzteil anschließen. Wenn das nur um Strom geht, dann könnt ihr das sozusagen hier direkt ans Netzteil anschließen. Das ist ein Hub integriert und ein Mainboard-Signal geht es auch noch. Das heißt, ihr könnt das alles wunderschön dann kontrollieren ohne Kabelsalat direkt von hinten. Die kleinere Gold-Serie, die hat noch eine Besonderheit. Das finde ich eigentlich ganz cool. Sollten sich vielleicht einige Hersteller überlegen. Denn auch ein Netzteil wird staubig und ein Staubfilter vorne vors Netzteil zu machen, ist auch eine sehr, sehr coole Idee. Denn ja, dann braucht man nicht irgendwie wild irgendwas sauber machen. Bei den Kabeln hat man ja ein bisschen mehr Grips reingesteckt. Ihr habt ja sicherlich in den News gelesen, dass die neuen PCI Express Stecker von Nvidia sehr, sehr anfällig sind. Da gab es manchmal Kabelbrand, ist nicht oft vorgekommen, aber trotzdem macht man sich da Sorgen. Und deshalb hat man hier die Anschlüsse verstärkt, die sind ein bisschen dicker als normal und dicke ist bei Elektrizität immer eine Möglichkeit mehr durchzuführen und insofern ist das etwas sicherer gemacht und das Tolle ist auch, man hat auch so einen Knickschutz hier gleich implementiert, das heißt für Anwender, die gar nicht wissen, was sie da tun und einfach nur das Kabel reinstecken, kann es nicht passieren, dass man den Biegeradius wirklich zu schlimm macht. Dazu hat man bei allen Netzteilen auch ganz coole Kabel. Jetzt habe ich hier die ganzen Visitenkarten runtergeworfen. Super. Ich hoffe, jetzt kommt nicht gleich einer und beschwert sich. Hier sieht man zum Beispiel hier unten für die ganzen Lüfteranschlüsse. Sehr, sehr cool, dass man die so eng zusammengelegt hat. Und dann gibt es auch Y-Kabel, die vom Netzteil ausgehen. Hier oben zum Beispiel zwei für die SATA-Anschlüsse. Und hier unten, das kann man dann so aufsplitten, ist dann tatsächlich nur ein Kabel, aber halt in Y-Ausführung. Finde ich sehr cool gelöst und die Netzteile, ja, werden wir uns sicherlich auch mal im Test angucken. Ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem ja, abgewinkelten Design haltet. Ja, hier sind wir bei den All-in-One-Wasserkühlungen. Da hat ja Lian Li auch schon seit einigen Jahren immer wieder Produkte vorgestellt. Und das ist die neue HydroShift 360 TL All-in-One-Wasserkühlung. Die haben wir auch bald bei uns im Test. Ich will euch schon mal einen kleinen Preview geben hierzu.
Ihr seht natürlich zum ersten Mal ein sehr, sehr cooles LCD-Display. Und ja, ihr seht dann, die Schläuche sind sozusagen irgendwann versteckt. Und das liegt daran, dass man hier im Endeffekt so eine Blende hat und die kann man im Endeffekt dann hier über die Lüfter setzen und die Schläuche so schön an der Seite vorbeiführen. Das ist jetzt ein bisschen umgekehrt. Wir haben das bei vielen Herstellern schon gesehen, dass man vom Pumpensystem die Kabel nach hinten geführt hat, um dann von dem Radiator sozusagen alles nach hinten zu bringen. Jetzt ist es umgekehrt. Das hat Lian Li deshalb gemacht, weil man natürlich immer noch irgendwo seinen Mainboard-Anschluss hier hat. Und da muss natürlich auch irgendwie vielleicht ein Anschluss gemacht werden, damit das Mainboard ordentlich die Temperatur und den Sensor steuern kann. Ja, und insofern hat man das hier umgekehrt gemacht. Die Anschlüsse von dem Lüfter, von den Lüftern laufen hier sozusagen nach vorne. Und dann hat man zwei Anschlüsse, die dann sozusagen alles verteilen und dann auf dem Mainboard festgemacht werden. Mehr dazu zu Leistungswerten und ja, wie man das LCD toll steuern kann und so weiter und so fort, gibt es bald bei uns im Test. So, jetzt habe ich euch lange genug hingehalten. Die Gehäuse wollt ihr natürlich auch noch sehen. Und da zeige ich euch, weil es hier auch noch eine Masse gibt, zeige ich euch mein Highlight und da gehen wir jetzt mal hin. Ja, drei Gehäuse gibt es hier bei Lian Li, die sozusagen neu sind. Eins davon kennt ihr schon, das ist das OD11 Vision Compact Black. Das ist sozusagen nur eine kompakte Version vom O11. Insofern stelle ich euch das nicht vor, sondern nehme mir hier die brandneuen Sachen. Das LanCole 207 und hinter mir sieht man noch das 217. Die sind recht identisch. Das eine ist mit Holz, das andere ist aber sozusagen mein Favorite, wenn ihr mal ein günstiges System zusammenbauen wollt. Das soll auf den Markt kommen für knapp 79,90, also sehr, sehr günstig. Aber ich finde, so sieht es gar nicht aus. Es hat natürlich vorne eine Plastikfront, aber ansonsten sieht das sehr, sehr schick aus. Hat ein paar sehr, sehr coole Features. Ich kann mal eben versuchen, das Glas hier abzumachen. Und ihr seht nämlich, hier sind die Lüfter sozusagen von unten nach oben blasend eingebaut und das Netzteil ist hier im vorderen Bereich. Das ist hier also nach vorne geleitet worden und man kann das hier auf der Rückseite also auch ganz easy anschließen. Und das hat man deshalb gemacht, weil man festgestellt hat, dass bei vielen Grafikkarten, gerade wenn die vertikal montiert werden, was hier auch möglich ist, dass dann im Endeffekt die GPU nicht so richtig die frische Luft hier von vorne bekommt. Und deshalb hat man die Lüfter hier unten eingebaut. Man nimmt sozusagen den Kamineffekt wieder mal. Hier vorne durch das Mesh kann Luft eingesaugt werden und dann nach oben gehen. Und insofern strömt das direkt im Grafikkartenlüfter vorbei. Und die Grafikkarte hat dann vielleicht ein paar Grad weniger, als wenn da sozusagen nur der Lüfter hier von vorne für zuständig wäre. Ansonsten in geringem Maße kann man in dieses kompakte Gehäuse auch noch Radiatoren einbauen in der Front und oben. Und ich finde, hier hinter mir ist es zusammengebaut einmal. Macht doch was her, oder? Für 79 Euro ist das echt eine schicke, solide Variante. Es sieht cool aus und ist typische Lian Li Qualität, so wie man es kennt von den LanCole Gehäusen. So viel von Lian Li. Falls ihr Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Und mehr gibt es natürlich auch in unserer News bei Hardware Lux. Vielen Dank fürs Zuschauen.